Markus Jordan und sein Eliminator 600 in seinem Atelier. Eine faszinierende Lichtquelle, die er mit uns auf einem alten Industriegelände testen will. Er lädt das unscheinbare Gerät schon mal ein und bereitet noch das nächste Projekt vor. Von der Lichtkunst allein kann er noch nicht leben und deshalb verdient er mit ausgefallenen Beleuchtungen seinen Lebensunterhalt. Er hat gelernt, mit Licht umzugehen. Ist der Schilder- und Lichtreklamenhersteller ist ein ziemlich umfassender Beruf. Es ist nicht nur Licht dabei oder Lichttechnik, sondern auch Metallbau, Kunststoff, Schreinerei ist mit dabei. Und es ist ein sehr flüchtiges Material oder ein sehr flüchtiges Thema. Nicht greifbar und es ist ein wahnsinnig breites Spektrum. Vorbereitungen für die Illumination des Herzogskasten, einem gotischen Bau aus dem 13. Jahrhundert, direkt am Ingolstädter Christkindlmarkt gelegen. Wie früher will er selbst produzierte Dias projizieren, mit außergewöhnlichen Motiven. Seine Spezialität ist die Fahrt ins Blaue. So nennt Markus Jordan seine Reisen in deutsche Großstädte, in die Alpen und auf den Balkan. Alle mit dem Eliminator 600. Auch wir machen eine Fahrt ins Blaue in die Winternacht. Den Generator angeworfen und spot an. 600 Watt LED beleuchten das brachliegende Gießereigelände in Ingolstadt so hell wie herkömmliche 30.000 Watt. Die Lichtstärke ist einfach umwerfend, weil die LEDs direkt blaues Licht emittieren. Und um die gleiche Lichtintensität mit herkömmlichen Leuchtmitteln herzubringen, bräuchte man weitaus mehr. Am nächsten Tag Geld verdienen über den Dächern des Ingolstädter Christkindlmarkt. Doch es gibt Probleme. Ja, die Umgebungsbeleuchtung ist halt schon ziemlich hell. Aber ich habe mir wattstarke Leuchtmittel zugelegt und hofft, dass ich mit der Masse was ausrichten kann gegen die helle Fassade. Eine Krippe will er mit Assistent Patrick an die Wand projizieren. Mein Konzept ist, die Person nicht als Person darzustellen, sondern einfach nur als Lichtkegel, als Strahlen. Und das ist zum Beispiel das Jesuskindchen. Leider überstrahlen die tausenden Birnen des Weihnachtsmarktes die Lichtkunst und man muss schon genau hinschauen. Am liebsten würde Markus jetzt den Eliminator 600 holen und den Herzogskasten eiskalt blau färben. Geht nicht, aber auf dem Gießereigelände steht noch eine alte Produktionshalle und da lässt es sich ordentlich blau machen.